Trost und Leiden, Konflikte, Entfremdung und darin die Beziehung zu Christus zu entdecken. Das ist die Melodie, die Paulus am Beginn des 2. Korintherbriefes vorgibt. Eine Melodie, die sich nicht erschöpft in diesem Brief, sondern die sich durch die gesamte Geschichte des Christentums zieht bis zum heutigen Tag. Wenn man in einen zeitgenössischen Kommentar, meines Wissens der letzte erschienene, schaut, ein Kommentar, der sehr viel Wert darauf legt, dass die Wirkungsgeschichte eines Textes behandelt wird, so fehlt jeglicher Hinweis darauf, dass genau ein kleiner Text aus unserem Abschnitt fast jeden Tag in der Vesper als Kurzlesung gehört, gebetet, meditiert wurde. Wir kennen diese Texte. Gepriesen der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott aller Ermutigung, der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not. Ein kurzes Wort vom Beginn dieses Briefes, das in sich die ganze Kraft der Melodie des Paulus hat, das immer offen ist für jede Situation, für jeden Tag, für jede erlebte Stunde dieses Tages, immer neu zu sprechen vermag. Allein, dass es ein Wort ist, das sich nie erschöpft. Man kann das an diesem kleinen Beispiel sehr gut sehen. Aber nicht nur, dass wir es nicht in den Kommentaren finden, auch die letzte Liturgiereform hat diesen Text entweder ganz verbannt, kommt nur noch ab und zu vor, und man hat ihn nicht so stehen lassen, sondern man meinte ihn zu vervollständigen, indem man etwas Moralisches hinzutut. Natürlich, man sagt, wir zitieren ja nun Paulus. Er tröstet uns in all unserer Not. Doch hörte der frühere Text mit dem Zitat auf. Jetzt im Brevier heißt es, damit auch wir in der Lage sind zu trösten. Wir dürfen nie nur empfangen. Wir müssen immer zugleich auch in die Aktion, sonst ist irgendetwas schief. Was Paulus hier mit seiner Gemeinde durchgeht, die er gegründet hat, die ihm eigentlich alles verdankt hat und die jetzt, wie das dann so geht, auf neuere Stimmen hören, nicht so abgewetzte Stimmen. Ach, was der alte Paulus sagt, das kennen wir ja schon. Jetzt hören wir auf einen Apollos. Wir haben bessere Register, die wir ziehen können. Wir sind begabt. Das zieht sich durch bis in die Gegenwart. Wer hört auf die Heilige Schrift? Wir haben Synoden beschlossen. Auf die müssen wir jetzt hören und die müssen wir lesen und die müssen wir umsetzen. Welch ein geistlicher Unsinn. Alles, was sich nicht gründet auf dieses Wort des Anfangs, ist nichts wert, hat keinen geistlichen Inhalt, ist nicht durchatmet. Wie viele Dinge, die wir uns vornehmen, auch solche, die wir feierlich beschließen, sind morgen schon vergessen. An diesem Wort sehen wir, was es bedeutet, dass es sich um ein Wort Gottes handelt, dass es vom Geist durchgeatmet ist, dass es ein wirklich geistliches Wort ist. Weil es in jeder Situation neu zu sprechen vermag. Niemand kann ermessen, niemand kann es aufschreiben, wie viel unzähligen Menschen dieses Wort am Abend des Tages in der Vesper je geholfen hat, das eigene Leben, die eigenen Gelübde, das Versprechen, all das Elend, auch das Unrecht zu bestehen, zu erleiden und durchzutragen. Das ist ein geistliches Wort. Und genau darauf versucht Paulus, seine Gemeinde einzustellen. Nicht nur die Korinther damals, auch uns heute.